Hey, meine deutschen Freunde, die mich hier aushalten. Viele Grüße hier wieder aus dem nördlichen Stockholms. Inselgarten, Neuschnee fallen, 0 Gradig sozusagen jetzt gerade. Super top Wetter, Sonne, See, super. Willkommen nochmal zu meiner täglichen Dokumentation dieser absolut extremen Zeit, die wir zurzeit alle durchmachen oder durchmachen werden. Ja, hier passieren Sachen, hier ist vielleicht ein bisschen andere Leute im Hintergrund, Kinder und Tiere, die tägliche Dokumentation ist dieselbe wie heute im Schwedischen, in der schwedischen Variante. Ist eigentlich immer dieselbe, aber ich meine jetzt immer dieselbe, das ist die deutsche und die schwedische Problematik ist dieselbe, die da heißt, dass Putin oder Russland eigentlich, weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass da Putin irgendwo steht und sagt, ich bestimme das jetzt. Aber vielleicht ist es doch so, weil er doch relativ intelligent ist. Er hat jetzt jedenfalls was Intelligentes beschlossen und das fühlt sich für solche Organisationen wie Amnesty International, Human Rights Watch, Reporter ohne Grenzen, besonders Reporter ohne Grenzen. Auf die habe ich nämlich, auf denen werde ich sicherlich auch noch ein eigenes Video machen, wie man die gefühlsmäßige Lage benutzt hat, um die von diesen Ärzte ohne Grenzen, die mittlerweile auch sozusagen im Fokus geraten sind, da haben die das einfach übernommen und benennen sich jetzt Reporter ohne Grenzen. Der Ziehvater, der heißt Soros, der oder Ziehvater, na, sagen wir so, der das finanziert hat. Und der hat damals den Deutschen geholfen, in Ungarn die jüdischen sozusagen Sachen von denen zu beschlagnahmen. Der Soros, okay. Der ist der hinter den meisten, jedenfalls Organisationen, diese Organisation steht. Und der Soros, der ist dann wieder sozusagen so ein Baby von dem Wallenberg. Das ist alles gar nicht so sozusagen schwer zu verstehen. Und dann kann man, wenn ihr schon mal das Wort gehört habt, kontrollierte Opposition. Also das ist derjenige, der denn letztendlich die Opposition kontrolliert. Da muss man sich ja natürlich fragen, wer ist denn das, der die Opposition kontrolliert? Okay. Hey, alle nie Internationals-Type, Amnesty und Greenpeace und so. Ihr seid nicht weiter als irgendwelche ausführende Figuren für Mr. Wallenberg aus Schweden. Nochmal viele Grüße hier aus der Nähe, jedenfalls von dem Kollegen Herrn Wallenberg. Ja, die hat Putin jetzt jedenfalls untersagt, sozusagen das zu machen, was sie machen sollen, nämlich spalten und Kriege herbeiführen. Und das ist so ein bisschen wie dieser Karl Bildt, der dann vermittelt hat, in Jugoslawien kommt ein Krieg. Denn sozusagen, oh, Entschuldigung hier, die Zukunft, die redet mit mir. Wo war ich jetzt gewesen? Ah ja. Ach so, eigentlich wollte ich eigentlich sagen, dass ich eigentlich gar keine Sendung machen kann. Ich habe nämlich Rückskott bekommen. Ach du Schande. Oh. Dass ich hier stehe, ist eigentlich ein Wunder. Es ist auf dem Besserungswege, aber mein Gott. Ja, das wollte ich eigentlich nur sagen, dass ich gar keine Sendung machen wollte. Aber dass ich natürlich trotzdem diese beiden, eigentlich ist es ja heute nur eine Nachricht. An euch, diese Greenpeace und Greta und so weiter und so fort. Es gibt doch ganz interessante Geschichten zu dieser Antifa. Wer da eigentlich dahinter steckt. Ihr dürft dreimal raten, welches Land das ist. Dazu werde ich eine eigene Sendung machen. Wer hier die Antifa eigentlich unter Kontrolle hat, das ist ein ganz, ganz, ganz bekannter Schwede. Okay. Ihr werdet euch noch umgucken mit dieser Antifa. Ihr da in Kreuzberg. Hallo, hallo.
Macht mal Antifa weiter, dann macht er hier, Olle Husse hier, noch größer. Ihr seid ganz schöne Idioten, sage ich jetzt mal. Antifa-Idioten. Na, die sieht man ja sowieso bei jeder Demonstration. Als ich bei dieser Riesendemonstration war in Berlin, da haben die ja auch an zwei Ecken gestanden, so eine Antifa-20 Leute-Gruppen und haben da protestiert gegen uns, die wir damals, weiß ich nicht, ich glaube, das war gegen Masken protestiert haben oder so. Und da hat dieser Kennedy-Verwandte geredet auf der Abschlusskundgebung, die Demonstration. Und da ist auch immer diese ZDF-Reporterin rumgesprungen, weil denen mittendrin war. Ah ja. Hallo Antifa, macht mal weiter so. Ihr seid kluge Leute. Ja, naja, konnte ich wenigstens noch ein bisschen was zu Antifa sagen. Ich habe nämlich auch mal, also die Antifa hat ja eine gewisse Geschichte, an die. Das hängt natürlich jetzt auch alt, weil die ganze scheiße Geschichte sowieso anders war. Aber die Antifa kommt eigentlich aus Italien. Das sind die, die damals gegen diesen Mussolini irgendwas gemacht haben. Da ist der Ursprung. Und das hat Herr Soros ganz blöd übernommen. Und ich glaube nicht, dass der damals drin gehangen hat, da bei diesen Typen da, die im Norden von Italien in den Bergen rumgesprungen sind. Das glaube ich nicht. Naja, okay, jedenfalls heute ist die Antifa gerade jetzt hier nach Kreuzberg. Naja, Kreuzberg weiß ich ja nicht mehr so richtig. Da wohnen jetzt auch schon ziemlich viele Bonzen. Das ist ja mitten in Berlin jetzt, oder? Aber jedenfalls da haben die Antifa-Typen gestanden und die feiern da jeden 1. Mai. Hallo Antifa, feiert den 1. Mai wieder. Alle wissen jetzt, wie blöd ihr seid, okay? Ah ja, damit höre ich jetzt heute auf. Das war ganz schön, mal was zu Antifa zu sagen. Eigentlich auch so ein bisschen ironisch. Wie gesagt, ich habe selber so ein Ding gehabt. Aber das habe ich mir natürlich unter diesen italienischen Gedankenverhältnissen gekauft. Und nicht unter Herrn Soros sin Antifa, okay? Ich glaube, das versteht er auf irgendeine Art und Weise. Jetzt ist hier noch Antifa, jetzt ist Sonnabend, jetzt ist mein Rücksgott, heißt es auf Schwedisch, Hexenschuss. Aber das ist schon besser geworden. Und jetzt wird hier gefeiert. Wir feiern sowieso nur die ganzen Tage hier. Ach so, denn, naja, nee, das wird er nicht wissen. Es gibt ja so eine Hundegeschichte mit unseren Hunden. Und jetzt ist da noch ein Hund irgendwie im Spiel. Super, das wird alles ganz interessant werden. Für uns hier sozusagen. Okay. Ciao oder Tschüssikowski.